Du kannst erkennen, dass der Ritter verschwunden ist. Der hatte sich wortlos einfach in seinen Schlafsack gelegt. Und Ronga und Kasim schlafen weiterhin. Zidon ist verschwunden. Seine Sachen ebenso. Weiß ich, also kann ich denn abschätzen, in welche Richtung der sich verpisst hat? Nach Süden. Weg von der Silbermine. Auf direktem Wege. War ich ein gemeiner Mensch? Boah, das ist das, was man einen fiesen Möb nennt. Ist das ein feiger Hund? Oh, ich glaube, ich bin richtig gemein. Ich würde seine Fährten bei der Höhle verwischen, aber dann eine Fährte auf seine Fährte führen. Okay. Also, dass die im Prinzip, wenn die, also, dass die halt auf seine Fährte stoßen, aber die nicht mit der Höhle in Verbindung bringen. Ja, das ist auf alle Fälle ein guter Plan. Damit bist du auf alle Fälle noch den Rest des Morgens beschäftigt. Mittlerweile geht das Priors-Mal wieder auf und du kannst dann relativ erschöpft wieder in Richtung der Höhle stratzen. Da werden wohl gerade Ronga und Kasim langsam wieder wach, weil Goggelmoggel irgendwas über dem Feuer röstet. Ah, Ronga Fuchsratte. greift direkt zu der Pulle voll Schnaps, neben der er eingeschlafen ist und bringt Den da lass ich noch mir den auch noch, letzten weiß ich Biss. übrigens. Ach, Ich richte tut mir dich leid. eigentlich aus, das ist für den Großschamanerich, das habe ich ihm zu Ehren gebraut. Ich habe übrigens eine gute und eine schlechte Nachricht. Was denn? Naja, der Ritter ist weg. Ja, da stehe ich. Ja, aber das Ja, wissen die dieser Schlafenden ja feige noch Hund. nicht. Was? Ja, weg? Ja, er ist einfach weggegangen. Geflohen, oder? Es scheint so, aber ich habe sehr goblinisch gehandelt, weil ich habe nämlich seine Spuren von der Höhle verwischt, aber eine andere Fährte auf seine Fährte gelegt. Dann werden sie Das ihn hast du gut verfolgen, gemacht. aber sicher nicht alle. Sie wissen, dass wir mehr als einer sind. Ja, aber er ist eine leichte Beute, weil er alleine ist. Das stimmt wohl. Zwei von denen haben wir sicher vom Hals. Wisst ihr, wie viele es sind? Das habe ich jetzt nicht. Ich habe einige gesehen. Also sie sind über Also ganz viele Schritt verteilt. du hattest drei gesehen, die Also jetzt, ich habe drei gesehen, die waren so über ganz viele Schritt auseinander verteilt. Weiter kann ich, also ich kann bis fünf zählen. Dann hört es aber auch schon auf. Als ihr weg wart, haben wir uns noch ein wenig besprochen und Meister Kasim hatte einen sehr guten Plan ausgearbeitet. Wir hauen nicht ab. Wenn sie im Wald sind, um uns zu suchen, schlagen wir einen großen Bogen drumherum und verkriechen uns in die Mine, nutzen unseren Tunnel, den es ja noch gibt, um ihnen in den Rücken zu fallen. Wenn wir im Dorf sind, dann haben sie bestimmt eine Rumpfmannschaft dagelassen. Vielleicht 2 bis 4 Mann. Diese denke ich, dass Perjin und Ronga umhauen können, beziehungsweise ihr umwerfen und schießen. Und dann, naja, also wenn wir die umgehauen haben, müssen wir uns die Dorfbewohner, die Bergleute. Ja, aber das Problem ist, dass die Spuren von Goggle-Moggles Wagen echt schwer zu verbergen sind. Ja, das stimmt schon, das habe ich gar nicht bedacht. Wir könnten den Wagen hier lassen. Was? Nein, das ist mein Streitwagen. Wir kommen ihn wiederholen. Aber da sind all meine Sachen drin. Aber wenn wir hier nicht mehr in der Höhle sind, dann finden sie die vielleicht auch gar nicht. Außerdem, wenn Sie eine Höhle finden mit einem verlassenen Streitwagen, denken Sie, wir haben ihn hier gelassen. Wir lassen Weil er. Feuer in der Höhle an, mit genügend Holz, sodass sie, wenn die einen Blick reinwerfen, zumindest hier ein wenig beschäftigt sind. Wenn sie dann den Streitwagen finden, wird es sie sicher aufmerksam machen, aber sie werden ihn. Was sollen sie damit machen? Es ist ein Goblin-Streitwagen. Ja, aber Sie sie werden können ihn ihn nicht kaputt klauen. machen. Wir sollten dann nicht den, die hier. Oh, guck mal da hinten. Wir können versuchen, den hier zu verstecken. Oh, wir verstecken den. Ja, das geht. Ja, das ist eine gute Idee. Die Sachen können wir auf uns aufteilen. Ich trage nicht mehr so viel. Ich kann dir was abnehmen. Ich würde dir dann auch helfen beim Tragen. Ach, das ist aber nett von euch. Ich brauche auf jeden Fall das hier und meine Tröte natürlich. Die trage ich selber.
Wir stecken da alle mit drin und sollten uns so weit helfen, damit wir alle auch rauskommen. Na gut, du darfst meine Trommel tragen. Aber nicht benutzen, das ist viel zu laut. Das Guter weiß Hinweis. Der doch, der ist doch klug. Ein Mensch. Na gut, Ronja, und ihr müsst her. Aufpassen, ihr müsst hinter uns herlaufen, weil wir haben Fallen gebaut und die sind echt gemein. Gut, ich höre. Ja, das sehr stimmt. Gut, sehr die gut. sind wirklich gemein. Ich laufe weiter hinten und versuche wenigstens unsere Spuren zu verwischen. Nein, lass Goggle-Moggle vorlaufen und ich laufe hinterher und mach die Spuren weg. Gut, wenn du da ein besseres Auge für hast. Ich bin doch ein Meisterjäger, deswegen bin ich doch entbehrlich. Der entbehrlichste Jäger. Dann packt eure Sachen, lasst nichts in der Höhle zurück. Nichts, was ihr brauchen werdet. Kasim, seid ihr wieder reisetauglich? Mein Bein ist... Ich helfe es ist immer noch scheiße. Ich würde euch stützen, Meister Kasim. Das ist gut. Frosty, die Frage, spielen wir mit den Auswirkungen von niedriger Lebensenergie und von Wunden als kumulative Abzüge? Plus 9 auf alles und 6 Punkte Abzug auf Gewandtheit bei 3 Beinwunden. Ja, unangenehm. Ja, ziemlich. Ja. Also ich glaube, durch deine Regeneration hast du nur noch eine Wunde, ne? Ah, stimmt. Hast du nicht eine Wunde regeneriert? Ich glaube, du hast mehr als 7 regeneriert. Sollte also passen. Und er darf noch eine Konstitution machen, die erschwert um 12 ist, um eine Wunde zu regenerieren. So, ja, komm. Ich meine, wird er wohl nicht schaffen, aber... Nö, aber ich, man kann es ja versuchen. Eben habe ich eins gewürfelt. Hätte ja sein können. Du reiten? Geht so, aber ich habe... Naja, ich bin immer nur auf Eseln oder Bergziegen als Kind geritten. Dann reite auf meinem Schwein das fast genauso, nur gemütlicher. Also sie guckt sich mal das Schwein an. Glaube ich, dass das Schwein ihn tragen könnte? Jetzt nicht irgendwie für Gefechtsritt, aber glaube ich, dass das möglich wäre. Also konstituiert ist es. Du hast eher die Befürchtung, dass es dir vorher die Hand abbeißt. Es sieht es nicht so aus, als wäre das so für Menschen gedacht. Also ich gehe mal auf Born zu, pack so seinen Kopf. Born, das ist ein Freund. Den darfst du nicht beißen. Hast du mich verstanden? Wenn ja, dann grunz. Würfel mal eine Abrichtenprobe. Die ist erleichtert um Tierfreund. Ach, du bist Tierfreund? Ja. Ah, okay. Bei Bauer Rogel ist das ja auch. Was war nochmal Tierfreund für eine Erleichterung? 3 oder 5, irgendwie sowas in dem Bereich, glaube ich. Ich meine, es wäre 3, aber nagel mich nicht drauf fest. Würfel Erfolg. Ich würfel einfach mal. Ja, also ja, reicht, 10 Punkte wird er überhaben. Reicht, dass Kasim nicht tödlich verwundet wird. Also, du weißt, ganz brav sein, nicht abwerfen, dann kriegst du auch ganz viele Eicheln. Oder Trüffel, wenn wir welchen finden. Gut, dann probiere ich das jetzt mal. Ja, und dann hinkt Kasim mit auf das Schwein zu und ein bisschen Stab, so ein bisschen als Gehhilfe. Halt ihm aber nicht die Hand vor die Schnauze. Ja, das hatte ich nicht vor. So, wo trage ich denn hier Eigenschaftsmali ein? Ah, hier. Einfach die Wunde eintragen, das wird automatisch berechnet. Ach, die Eigenschaftsmali, das ist cool, okay. Okay, also. Ich mach mal testweise eine Reiten, ob das geht. Gibt es in dieser Höhle eigentlich Pilze? Es gibt Essbares, ja. Also Pilze, Spinnen, die du dir wegnaschen könntest, da gibt es eine ganze Menge. Mm-mm. Ich pflücke mal einige Pilze und tue die in so einen Netzbeutel, binde den an deine Schnur und gebe ihm dann Kasim. Hier, Schamanerich, das kannst du um deinen Wanderstab tun und Born vor die Nase halten. Dann läuft er hinterher. Kasim guckt kurz und nickt dann. Ja, das könnte funktionieren, weil momentan läuft das noch nicht so, wie ich mir das vorstellen würde. Das Schwein hat sich ja mal im Kreis gedreht, während er drauf hockt. Du musst ihn hinter den Ohren kraulen, das mag der. Und am Boppes. Genau, und am Boppes.
Kasim probiert das mal mit in hinter die Ohren kraulen. Er wird gerne nach vorne gucken, wenn das Schwein vorwärts läuft. Genau. Wenn ich irgendwoher Erleichterung und oder Erschwernisse bekomme, ich hätte es ohne irgendwas mit -3 nicht geschafft. Ja, dann lässt sich Born wohl von dir nicht reiten. Hat sie keine Lust. Ich glaube, das geht nicht. Dann muss ich versuchen zu laufen. Das ist scheiße, aber... Meister Kasim, ich werde euch stützen. Ja, danke. Born, du bist echt frech. Aber hier hast du einen Pilz, Pfonk. Dann sollten wir uns jetzt beeilen. Also der Plan ist, dass wir durch die Mine ins Dorf gehen und dann dort die Bergleute, wenn das irgendwie 40 Bergleute mit Spitzhacken sind, dann können die auch mit ihren 10 ausgebildeten Kämpfern dann nicht wirklich viel gegen tun, gegen eine Übermacht. Das wird aber Überzeugungsarbeit kosten. Auch wenn sie das gewinnen, dass wir gewinnen könnten, werden sie erstmal den Mut dazu fassen müssen. Und das braucht jemanden, der ihr Feuer anfacht. Ich bin kein glühender Redner, aber ich kann zumindest einen Plan ausarbeiten, der, jetzt wo ich das Innere kenne, der, naja, sie vielleicht davon überzeugt, dass wir doch keine Idioten sind, so wie das letzte Mal erschienen ist. Sie müssen glauben, dass sie mit uns eine Chance haben. Nun, dann probieren vielleicht war das ja alles geplant, sie alle rauszulocken. Als jemand, der Kriegskunde zumindest teilweise mit im Studium hatte, sich erschießen lassen, ist ein Scheißplan und das weiß jeder. Aber wir müssen jetzt hier weg. Wenn sie uns hier finden, dann räuchern sie uns aus und dann sind wir tot. Dann ist niemandem geholfen. Gut, habt ihr alles? Hier, du kannst meinen Korb mit Speeren tragen. Den würde ich nehmen. Ja, oder du, dann bitte. Ja, Kasim geht tatsächlich einfach mal langsam vorwärts, hinkt, stützt sich auf den Stab auf und hat jetzt so einen bitter entschlossenen Gesichtsausdruck drauf. Haltet euch bedeckt. Wenn ihr wieder nach draußen tretet, könnt ihr sehen, dass es wohl wieder regnet und der Schnee hat sich mittlerweile, ja, kristallisiert ist er nicht. Er hat aber aufgehört, nur noch der Regen, der das Ganze jetzt zu einem schwarzen Matsch verwandelt und die Natur, die jetzt hier wieder gegeneinander kämpft. Aber es ist ein ungutes Gefühl, wenn ihr euch mit dem schneidend kalten Wind wieder nach draußen kämpft, aus der Höhle rauslugt und einmal links und rechts starrt, ob dort irgendwelche Mordbrenner sind, die euch verfolgen. Ihr könnt aus der Entfernung noch was hören. Ja? Kasim möchte gerne bevor wir losgegangen sind, noch meine Robe, die ja eigentlich weiß ist und stückweise jetzt rot wegen Blut, aber so sehr verdreckt haben, dass sie zwar in keiner Weise mehr irgendwie als Elementarbeschwörergewand herhält, aber nicht mehr die Erleichterung auf die Sinnenschärfe von den Gegnern gibt. Okay. Einfärben, matschig. Ja. Dann könnt ihr jetzt nochmal eine Sinnschärfeprobe auf Hören würfeln, um die Geräusche richtig zu deuten. Ja, Grogge kann es vernehmen. Hilferufe. Und zwar von eurem alten Gefährten aus dem Süden. Und dreckiges Lachen von mindestens 2 Mordbrennern und wohl ein Hetzruf und diesen leichten, nebligen Klang der Paktiererin, die auch schon mit dir in deinen Gedanken gesprochen hatte. Und die haben den Ritter gefunden. Sehr gut. Das bringt uns mindestens ein halbes Stundenglas. Wäre er mal bei der Rotte geblieben. Gut, weiter. Das heißt, dass sie abgelenkt sind und nicht so sehr auf uns achten in diesem konkreten Moment. Bringt uns einen Vorteil. Aber ja auch nur kein Stundenglas. Ich würde sagen, wir nehmen diesen Weg hier, weil da ist nur eine fiese Falle und bei dem allen hast du 2 fiese Fallen.
Gut. Naja, wir wissen, wo die Fallen sind. Das ist nicht so schlimm. Kann ich versuchen, die Erschwernisse zumindest jetzt beim Laufen mal so weit zu ignorieren durch eine Selbstbeherrschungsprobe? Ja, also beim Laufen, das tut halt Schweine weh. Ihr werdet sicherlich eine halbe Stunde brauchen, bis ihr wieder zurück im Lager seid. Aber das ist definitiv möglich. Also du kostet unglaublich viel Zeit. Du kannst auch so ein bisschen versuchen und gemeinsam mit der Hilfe von Groggel, dass du nicht auf den Boden blutest und weitere Spuren hinterlässt. Oder eben nur da, wo ihr die Spuren noch haben wollt. Aber ihr könnt nach grob einer halben Stunde könnt ihr dann wieder an der Silbermine ankommen. Wenn ihr dort am Waldesrand auftaucht, dann werdet ihr sehen, es ist nicht alles beim Alten. Zwar ist der Mineneingang ist immer noch geöffnet. Da hat sich wohl, auch wenn mittlerweile Morgen ist, noch niemand der Wachen drum gekümmert, die Bergarbeiter in die Mine zu schicken. Deine Kiste ist aber wohl immer noch drunter geschoben. Das Eis ist aber verklungen. Das heißt, sie rutscht nicht weiter hin und her, aber zumindest ist der Eingang offen. Das Tor ist offen. Es stehen zwei Mordbrenner am Tor, am Eingang. Von den anderen könnt ihr nichts sehen, gar nichts. Da wisst ihr nicht, wo die sind. Allerdings gibt es, je nachdem, wie genau ihr euch das betrachtet, gibt es frische Gräber, die ausgehoben worden sind. Am Eingang des Tores. Da sind auch keine Bohrhornsräder oder sowas aufgestellt, die wurden einfach in der Erde verscharrt. Und ansonsten sind wohl die Dorfbewohner mittlerweile auf dem, irgendwo im Dorf verteilt, hinter der Palisade und unterhalten sich leise. Das kann auf alle Fälle Groggel dann zuordnen und hören. Ja, so könnt ihr wieder am Waldesrand auftauchen. Okay, also ich habe das richtig verstanden, dass quasi am Haupttor des Dorfes die zwei sind. Ja. Okay. Der Mineneingang ist erstmal für uns sichtbar nicht bewacht. Da sind weder Arbeiter, noch hat irgendjemand eine Kiste wohl auch entdeckt, sonst hätte man sie sicherlich woanders hingeräumt. Denn das ist ein ganz offensichtlicher Sicherheitsverstoß. Also deine Kiste steht unbewegt da. Keine Mordbrenner. Sie ist direkt auf die Hatz gegangen. Seht mal, sie haben uns unser letztes Eindringen auf jeden Fall bemerkt, aber offensichtlich noch nicht wirklich, wie wir da reingekommen sind, sonst hätten sie diesen Weg zugemacht. Denken auch sicher nicht ran, dass irgendwer eine Mine will. Waren sicher so fasziniert davon, uns hinterher zu jagen. Was machen wir? Sprechen wir die... Versuchen wir, die Arbeiter zu kontaktieren, die Minenarbeiter. Das ist der Plan. Die Minenarbeiter zu einem Gegenschlag zu bewegen. Wenn wir Glück haben, sind Kriegsveteranen dabei, die zumindest wissen, wie man mit einer Waffe umgeht. In kundigen Händen ist eine Spitzhacke bestimmt eine furchtbar gefährliche Waffe. Ja, aber bestimmt treten die wieder. Ich sollte nicht Hallo sagen. Ich auch nicht. Der hat mich ganz gemein getreten. Ich werde schon auf euch aufpassen. Ihr beiden, die haben gesehen, wie ihr gegen die Mordbrenner gekämpft haben. Weiß, mich hat gar keiner gesehen. Haben sie uns gesehen? Ich glaube, sie haben es bestimmt gemerkt. Und wir waren nicht besonders lang da. Aber ich bin auch ein bisschen umwerfend, sagt Häuptling Zippling immer. Ich rieche umwerfend. Werden vielleicht mitbekommen haben, dass welche da waren, aber sicher nicht wer. Wir können es versuchen oder es bleiben lassen, aber wenn wir es bleiben lassen, dann werden die uns früher oder später finden und töten. Das bringt nichts. Wir müssen es mindestens versuchen. Sieben, ja. Sieht wirklich nicht gut aus, aber ihr seid der Magier von uns, wenn sie... irgendwem glauben, dass ihr uns gegen die zusammen mit ihnen gegen sie auflehnen könnt. An euch. Ihr scheint der mächtigste von uns zu sein, auch wenn ihr so verschmutzt seid. Das schmeichelt meinem Ego. Soll ich dir einen Mantel geben? Aber ich weiß nicht, ob das etwas bringt. Wollen wir nicht erstmal in die Mine gehen? Er hat recht, es bringt nichts, wenn wir jetzt da draußen drüber diskutieren und das gar nicht erst versuchen. Und wollen wir denn die Kiste probieren, irgendwie wegzuziehen aus
dass das Tor hinter uns zu ist, so wissen wir, dass keiner uns in den Rücken fallen kann. Ohne dass die das Tor selber aufmachen müssen, was denn laut wäre. Wenn wir da ungesehen hinkommen. Da ist niemand. Wir haben vorher die beiden gesehen, die am Tor Wache stehen. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass das die einzigen sind. Wahrscheinlich läuft einer oder zwei noch durch den Ort. Aber, naja, wir haben nichts zu verlieren, also warum nicht hinter uns alle Brücken abbrechen? Und das Tor schließen. Sollen wir Born und Ronna mitnehmen oder sollen wir die hier draußen lassen? Weil ich meine, wenn wir die denn im Dorf haben, die können auch kämpfen. Kommen sie denn durch den Minenschacht? Der war groß genug, oder? Also, wenn wir durchgekommen sind, zumindest kriechend, kann ich es einschätzen, ob die Wildschweine von den Goblins da durchpassen? Die werden wahrscheinlich zu massiv sein, zu breit. Also von der Höhe könnte das eventuell passen, aber die sind aber zu dick. Ich glaube, sie passen nicht dadurch. Sie sind zu dick. Born, dann geh im Wald spielen, aber mach keinen Unfug. Oder geht mit. Versteckt euch gut und wenn die böse, dicke Frau kommt, dann lauft schnell weg. Ach, du bist so eine Süße. Das sind zwei Tiere im Wald. Ich glaube, in ihrem natürlichen Habitat macht ihnen niemand etwas vor. Born ist fast so schlau wie ich. Und ich glaube, sie jagen eh was anderes gerade. Ja, was interessieren diese Frau Tiere, wenn sie auch Menschen jagen kann? Gut, also durch das Tor. Ja, und dann macht man sich mal auf Richtung Tor. Ja, ihr könnt euch geduckt an der Palisade entlang von dem kleinen Waldgang auf die Lichtung hechten und dort dann zum Mineneingang. Ihr seid der Meinung, dass ihr zumindest nicht von Mordbrennern gesehen wurdet, denn es gibt keine Alarmrufe und auch nicht von dem Wachtor, von dem großen Wachturm in der Mitte gibt es keinen Anschlag, keine Glocke, die klingt, keine Rufe, sodass ihr dann nach kurzem Hecht durch den Regen wieder im Inneren der Mine stehen könnt, die euch dumpf empfängt. Ich würde dann probieren, die Kiste, wenn da alle drin sind, rauszuziehen unter dem Tor. Ja, schwierig, weil mittlerweile das Eis nicht mehr da ist. Also du kannst die bewegen, aber da ist immer noch Abraum drin. Also vielleicht nicht mehr über die ganzen 5 Meter, die ihr sie gezogen und geschoben habt, aber da brauche ich auf alle Fälle eine Körperkraftprobe mit 10 Punkten, die übrig sind. Damit du sie dann eben unter dem Tor wegbuxiert bekommst. Ronga, hilfst du mir? Ich weiß nicht, sollen wir uns wirklich den Ausweg verschließen, falls es wieder schlecht läuft? Wenn wir drin sind und es schlecht läuft, dann glaube ich, dass wir den Ausgang nicht mehr brauchen werden. Und wir müssen ja auch erstmal wieder hochkommen, hochklettern. Ronga, verabschiede dich von dem Gedanken, dass es hier eine Flucht gibt. Die einzige Flucht findet hier nach vorne statt. Wenn das nicht funktioniert, dann sind wir tot. Gut, dann. Ach, wir werden es wohl. Dann ist es wohl so. Oh, das hier ist ein unheimlicher Ort. Kommt dieser Felsengeist wieder? Der war gruselig. Ich habe Pipi gemacht, als ich den gesehen habe. Ich hatte auch ein bisschen Angst, Pipi in der Hose. Und während ihr gerade versucht, das Tor anzuheben, noch ein bisschen bemüht seid, okay, der eine wird das Tor anheben, der andere dann die Kiste wegziehen, könnt ihr sehen, wie aus dem Wald ein Mordbrenner herausläuft, auf die Palisade zu. Sie haben Fallen! Die Schweine haben Fallen aufgebaut! Ich brauche Hilfe! Verletzte! Das ist der Moment, in dem Kasim eiskalt lächelt. Das funktioniert fast zu gut. Irgendwas muss noch schief gehen. Perlchen grinst auch. Ich sehe schon, was schief wird. Sie kommen wieder, um ihre Verletzten hier zu behandeln. Moment. Yum, yum. Ich meine... Sie haben geschrien, wir brauchen Hilfe. Dann sehen wir jetzt, wie viel Hilfe sie bekommen, oder? Ja. Sehen wir den einen Kollegen, der da gerade in Richtung Wald rennt?
Genau, also es wird eine Zeit dauern, wenn ihr dann immer noch gespannt mit dem Regen direkt vor euch und dem Gitter wartet, könnt ihr weitere Bewegungen hören und nach grob 5 Minuten könnt ihr sehen, wie der Mordbrenner, der eben aus dem Wald geächtet ist, jetzt mit einem weiteren Mordbrenner an seiner Seite wieder nach draußen stürmt. Sie haben eine große Tasche bei sich, einen großen Rucksack und Grogge kann es hören, da wird etwas verschlossen. Du bist der Meinung, das ist die Palisade, das Tor wird zugemacht. Und sie machen das Tor zu. Das heißt, dass auch sie nicht fliehen können. Und nur eine begrenzte Anzahl drinnen ist. In der Tat. Gut, lass sehr uns gut den, für uns. Lasst uns den Gang wiederfinden. Hoffentlich tun wir das auch. Meister Iban Moyanchi hat immer gesagt, das Schlimmste, was einem im Winter passieren kann, ist mit einem wilden Tier eingeschlossen zu sein. Ja, denn es hat nichts zu verlieren. Aber kein wildes Tier. Wir sind hier in diesem Vergleich auf jeden Fall das wilde Tier, denn wir haben nichts zu verlieren. Ja, und wenn wir jetzt die Mordbrenners, wenn wir jetzt die Mordbrenners da drinnen kaputt machen, dann haben wir die Palisade für uns, dann haben wir das zur Tor und dann können wir die von innen abschießen. Und wir haben ungefähr 30 Bergleute, die alle mit Spitzhacken sind. Und wenn wir Glück haben, alle furchtbar wütend auf diese Mordbrenner sind.